Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Ehrengrad. Ja, wir sind in Folge 126. Ich dachte echt, da läuft eine Maus lang. Nein, da ist gar keine Maus, das sind die Vögel. Ja, wir stehen wieder am Startpunkt und, ne, wie immer, wenn man anfängt, was aufzunehmen, und wir gucken mal, wo wir mit unseren Kollegen geblieben sind. Wir hatten die Milch noch angeliefert, genau. Da können wir jetzt mal gucken, wie die Produktion jetzt dasteht. Das sehen wir hier. Und da seht ihr, Milch ist drin, Zucker ist drin. Die kann erstmal, und auch noch ist auch noch Platz da, bis auf Butter, dass wir das erstes eng werden. Aber nicht ganz so wild. Das läuft. Der fährt der Zug, den lassen wir noch ein bisschen weiterfahren. Der macht die Schranken auch nicht zu, das ist super. Da lassen wir ihn stehen. Hiermit hatten wir ja ein bisschen von dem Spaß zur Seite geräumt. Ja, mit dem Lindner müssen wir dann an diese Zuckerreste, die wir noch stehen haben, auf jeden Fall mal in die Produktion reinschmeißen. Er hier will überladen werden, das ist auch gut. Und hier steht der Kollege, der es eigentlich machen sollte. Ich würde sagen, damit fangen wir dann erstmal an, dass wir den Kollegen Drescher wieder ans Laufen bringen. Das ist dann schon mal ein wichtiger Punkt, glaube ich. So. Ah, das schaffen wir noch vor dem Kollegen. Zwar nicht der neueste, aber auch nicht der langsamste, ne? So sieht es ja nun mal aus. Und ich fahre jetzt unseren Hintereingang sozusagen. Hier hinten ist ja extra ein Ausgang. Ihr seht, der führt auch direkt auf unseren Platz. Der einzige Nachteil, den wir jetzt hier haben, ist, seht ihr selber, unser Auflieger steht da ganz hinten. Den werden wir natürlich jetzt nach dem nächsten Mal abtanken, irgendwo mittig stehen lassen. Das ist egal, also ob wir von Hofseite oder von der Seite der Produktion her anfahren. So. Dann haben wir wieder ein grünes Gespann wieder vervollständigt. Passt da auch genau drunter, ne? So, ja, diesmal, das warten wir jetzt einfach stumpf mal ab. Oder vielmehr eigentlich gar nicht. Wir schalten gleich mal um. Ich lasse ihn jetzt einfach hier stehen, weil er stört hier ja nicht. Ich fahre mit ihm mal rüber wieder und da gucken wir mal, was wir verkaufen können von den Milchprodukten, und die laden wir dann mal. Und mit dem Fendt, den wir da stehen haben, glaube ich, mit den anderen machen wir dann die Produktion leer und stellen es zur Seite, was wir nicht verkaufen, damit die wieder laufen können. Das ist, glaube ich, eine ordentliche Idee. So, hier geht es wieder raus. Wir müssen aufpassen mit dem schnell hier rauffahren, weil wir natürlich jetzt unseren Aufleger hier relativ dicht dran stehen haben. Jetzt seht ihr, was ich meine. Einfahren wollen wir nicht unbedingt, ne? So, okay, es geht eher kurz auf Pause und wir gehen mal in die Runde. Was gibt's denn dafür? So, es sind die letzten drei, sind unsere Produkte. Wir haben überall abschmierende Punkte, bis auf beim Supermarkt. Da können wir das Eis auf jeden Fall loswerden. Wichtig ist zu gucken, beim Butter schmiert gerade auch alles ab. Aber wenn man denkt, dass das der Niedrigpreis ist und das der Hochpreis ist, sollten wir auch die Butter zum Supermarkt bringen. Also Butter geht zum Supermarkt und Eis geht zum Supermarkt. Und Käse müsste zur Getreidemühle. Das ist der ganze Trick. Okay. Das heißt, mit ihm hier laden wir jetzt Butter. Ich lasse den Zucker drauf, weil den hat er ja nicht mit entladen an der Position beim letzten Mal. Deswegen lasse ich den Zucker einfach draufstehen, dann haben wir immer einen Puffer sozusagen. Und der Rest wird auf jeden Fall dann verkauft. So, wir brauchen jetzt. Ja, wenn man das alles im Kopf hätte, ne?
Ja, Eis und Butter. Das ist doch gut. Eis und Butter. Damit wollen wir jetzt anfangen. So, das ist der Käse. Deswegen fahre ich das mal ganz dran vorbei. Weil ich nicht auch so sehen, mit, ich weiß nicht genau, wie weit der das Ganze mitnimmt, sagen wir es so. Das hat er da mitgenommen auf jeden Fall. Das auch. Und das ist die angebrochene, die nimmt er nicht mit. Das ist die angebrochene, die nimmt er nicht mit. Gut. Ja, ihr seht, wie viel Zucker wir schon wieder produziert haben. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, wie sieht es denn aus mit unserem Zucker? Das ist auch immer noch Supermarkt. Das heißt also, wir gucken mal und nehmen einfach, was an Zucker noch mitgeht, auch an Zucker mit. Jo. Das war doch alles okay. Das andere war die angebrochene Palette. Spanngurte dran und ihr seht, jetzt haben wir mal echt eine bunte Tüte drauf. Und mit dem Fendt fahren wir dann das andere weg oder wir machen es auch mit dem hier, wenn wir wiederkommen. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir mit dem Verkehr hier nicht komplett durcheinander kommen. 17 Paletten geladen, das sollte wieder einen ganzen Haufen Geld geben. Bin ich mal gespannt. Ja, wir haben, egal wie wir fahren, wir haben entweder einen engen oder einen breiteren Kreisverkehr vor uns. Und deswegen tippe ich jetzt diesmal mal auf den breiteren Kreisverkehr, den wir nehmen. Und deswegen kann es sein, dass gleich uns der die Eisenbahn doch im Weg ist. Das müssen wir mal gucken. Kreisverkehr. Der geht doch einigermaßen, der ist fast zu fahren wie eine Kreuzung, wenn man gerade rüber will, das geht noch. So, hier biegen wir ab. Die Eisenbahn hat uns hier in Ruhe gelassen. Das ist schön. Und das hier ist jetzt die erste Straße, ist die Straße zum Supermarkt. Da hole ich auch mal ein bisschen mehr aus. So. Und hier fahre ich jetzt weitmöglichst drauf. So, ich hoffe, das klappt. Wollen wir mal gucken. Abladen. Ja. Laden. Laden aus. Abladen an. Und dann bleiben unsere beiden über. Und ihr seht, wir haben noch mal einen ganzen Haufen Kohle gemacht. Das ist doch schon mal super. So, jetzt muss ich wieder laden, laden ausschalten, Spanngurte ranmachen und dann geht es uns wieder gut. Ich habe noch nicht mal parkende Autos mitgenommen oder so. Schön außenrum. Fußgänger heilen lassen, Schilder sind dran geblieben. Ich würde sagen, das hat doch mal hervorragend geklappt.
Ja, wir müssen natürlich sehen, dass wir dann unsere Silage-Heuproduktion wieder anschmeißen im größeren Stil. Ah, ich habe ein Verkehrsschild genommen. Damit wir unsere Futterproduktion nach oben bringen können. Und das Ganze ist deswegen wichtig, weil wir vielleicht sogar noch die Tiere noch weiter aufstocken. Ne? Ich weiß jetzt nicht den genauen Milchverbrauch, den wir haben. Aber das hatten wir ja gesagt, ne? Wir hatten 15.000, wurden ein paar zerquetschte Liter reingehauen, um in-game 7:45 morgens und mal gucken, was wir anderen Tag 7:45 noch drin haben. Ne? Das war jetzt ja der Gedanke sozusagen. So, ich habe natürlich jetzt eine Sache vergessen, aber die werden wir jetzt sofort nachholen. Ich habe nicht vergessen, den Drescher wieder anzumachen, logischerweise. Das merke ich auch gerade. Den Kollegen stellen wir diesmal ein bisschen weiter hier zur Seite ab. So, und dann geht es jetzt erstmal zum Drescher. Da haben wir ihn. Einmal Motor an und einmal anmachen. Das ist der ganze Trick, das hätten wir vorhin schon machen können, hätte schon ein paar Bahnen gehabt, aber ja, so ist es halt. Ne? So, jetzt geht es einmal in den Fanspezial. Und der muss jetzt mitnehmen den Käse und zwar relativ zügig zur Getreidemühle. Das ist okay. Habe ich jetzt was falsch? Nee, doch den Käse. Doch, der. Nee, der war richtig. Der Käse, der hinter 10. Dann sind die beiden Produktionen nämlich auch erstmal wieder leer. So, hier muss ich aber wahrscheinlich erstmal einstellen. Nö, steht auf Paletten, okay. Hier muss ich wahrscheinlich erstmal einfach so ein bisschen dichter ranfahren. Ja, das war's schon. Dichter ranfahren war der Trick. Da ist die Käseladung da komplett weg und jetzt fahren wir jetzt einmal zur Getreidemühle. Das ist doch super. Ja, das scheint ein kleiner Huckel zu sein. Aber da sieht man schön unsere Käseräder sozusagen. Käseleiber. Ja, da sind ganz ein paar drauf. Die dürften auch nicht wenig wiegen. Also. Ja, und viele Kleinigkeiten, die wir erledigen müssen auf jeden Fall. Wir müssen nämlich auch gucken, nachdem geerntet worden ist, das haben wir nämlich auch noch nicht, was braucht jetzt das Feld? Sprich, müssen wir es kalken, in welcher Form düngen und was machen wir als nächstes drauf? Ja, hier lockern unsere Kühe rum, freuen sich. Ihn können wir nämlich dann gleich zum Hof zurückbringen. Den bräuchten wir jetzt ja momentan aktuell da so nicht. Und mit dem Lindner müssen wir auf jeden Fall uns um den Zuckerpartner kümmern. Weil das müssen wir mit dem Frontlader einladen, weil sonst das Ganze mit dem Trigger nicht funktioniert. Aber das hatten wir ja schon. Kriegen wir aber alles hin. Ja, mit diesem Gespann, ne, ist es etwas einfacher, da durchzukommen. Das muss man schon so sagen, wie es ist. Ne? So. Nehmt ihr mir das jetzt hier eigentlich auch so runter? Ne, wenn ich hochfahre damit. Gucken wir einfach mal. Ja.
Sehr schön. Und dann gab es da nochmal fast 39.000 für Käse. Wir sind jetzt also bei 576.000, die wir auf dem Konto haben. Ich würde sagen, das ist ziemlich gelungen, die Summe, würde ich. Ne? Wir haben da echt gut Kohle gemacht. Da kann man echt noch eine Runde gucken, wie wir unser Imperium noch vergrößern. Oder ob wir auf unsere persönlichen oder eigenen Produktionen noch setzen. Das ist natürlich noch eine andere Variante. Wir können ja noch Honig verkaufen, weil wir müssen ja unseren Mist auch irgendwie loswerden. Und die andere Investition, die wir natürlich tätig könnten, wären Güllefass dementsprechend, um die Gülle dann loszuwerden. Dann bräuchten wir nämlich keinen Dünger dazu kaufen, ne? Wenn wir es tatsächlich schaffen, mit den Kühen halt uns selbst zu versorgen sozusagen. Das hätte schon was. So, aber während ich hier so gerade rüber schnurstracks zu unserem Hof fahre, ahnt ihr es bestimmt. Richtig, die Folge für heute ist zu Ende. Genau. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis morgen.